habt es euch gewünscht, deswegen hier ein ausführlicheres Tutorial zu meinen Videos, wo ich diese Emojis mixe. Okay, also ihr ladet euch die App Ibis Paint runter, geht dann auf meine Galerie und auf das Plus. Dann könnt ihr einfach ein neues Projekt praktisch starten. Bei diesem Projekt wählt ihr unten erstmal, wo der Stift ist, wählt ihr Text aus. Dann könnt ihr einfach irgendwo auf den Bildschirm klicken und dann könnt ihr einen Text hinzufügen. Dann macht ihr ein paar Emojis und einen Namen, dann könnt ihr das noch ein bisschen zurechtziehen. Dann ist sehr wichtig die Layer, und zwar ist das unten rechts. Müsst ihr gucken, da klickt ihr drauf, also die Ebenen halt. Klickt ihr drauf und ihr seht, ihr befindet euch am Anfang immer in Ebene. Und ihr müsst die Ebene 1 auswählen. Das ist praktisch die Ebene darunter. Weil dann könnt ihr ungestört einfach praktisch hinter diesen Emojis lang malen. Dann wählt ihr euch einen deckenden Stift aus. Und dann drückt ihr lange auf einen der Emojis. Und dann könnt ihr praktisch so wie so dieses Ding, was da scheint, irgendwie so rumziehen. Und dann könnt ihr so gucken, da werden immer die Farben angezeigt, wo das gerade drauf zeigt. Und da könnt ihr dann praktisch immer die Farben auswählen, indem ihr dann einfach loslasst. Dann macht ihr dann einfach so ein paar Striche hin und dann wählt ihr unten bei dem Stift, wählt ihr Wischfinger aus. Und dann zieht ihr als erstes so die Seiten so ein bisschen nach innen, damit es sich alles so ein bisschen ineinander vermischt und fangt dann an, das so einzudrehen. Und das macht ihr dann eine Weile, bis ich das dann gut vermischt habt und ihr eine klare Farbe habt. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht ihr wieder unten auf diesen Wischfinger, der ist ja jetzt da. Und dann klickt ihr da drauf und dann könnt ihr ja wieder was auswählen. Da wählt ihr wieder einen Stift aus und dann sucht ihr bei den Stiften. Das ist wichtig, dass ihr euch vorher erstmal einmal Werbung anguckt. Ihr müsst euch nämlich jeden Tag einmal neue Werbung anschauen, damit ihr alle Stifte freigeschaltet habt. Und dann wählt ihr einen mitteldeckenden Stift aus. Ihr könnt natürlich auch einen deckenden nehmen, habe ich in ein paar Videos auch gemacht, der einfach so ein bisschen, ja, so veto ist, der halt nicht so gut deckt. Und dann drückt ihr wieder lange auf diese Farbe und dann habt ihr die Farbe ausgewählt. Dann könnt ihr damit dann mit diesem Stift dann halt mit dieser Farbe einfach quer über den Bildschirm malen. Ich mache das jetzt nicht ganz über den kompletten Bildschirm. Und dann mache ich ja immer noch so einen Schatten hinter den Namen. Dafür geht ihr unten auf dieses Viereck, wo gerade die Farbe ist. Und dann seht ihr so eine Art Farbkreis. Und dort seht ihr in diesem Viereck praktisch drinne, so euren Standort gerade bei der Farbe. Und da klickt ihr drauf und das zieht ihr praktisch so ein bisschen nach unten, dann wird die Farbe etwas dunkler. Dann macht ihr den Stift, das geht da unten in dieser Leiste, macht ihr den etwa so groß, dass er so circa ein bisschen größer ist als einer dieser Balken halt von dem Wortstrich, keine Ahnung. Und dann malt ihr einfach drüber praktisch, aber immer so leicht rechts. Also bei den Strichen immer so leicht rechts, so eine Art Schatten dran malen. Und dann habt ihr das auf jeden Fall auch. Und ja, ich möchte bitte nicht, dass mir jemand meine Ideen klaut, weil es war ja meine Idee mit diesen Emojis. Und ich werde auch gucken, dass ihr das halt nicht klaut, weil das wäre wirklich gemein. Da lade ich extra ein Tutorial hoch und dann klaut ihr mir das. Aber nur halt so als Tutorial, falls ihr etwas Ähnliches machen wollt. Und ja, tschüss!